Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Pamu und wir schauen uns heute den Lizard 350 EXC-F an. Ja, wie man schon mal so ein bisschen erkennen kann, es soll einer Enduro nachempfunden worden sein. Der oder beziehungsweise die Modder schreiben dazu, eine echte Enduro-Maschine, die Kraft, Agilität und modernste Technologien vereint. Seit ihrer Einführung hat sich die Lizard 350 EXC-F als eines der vielseitigsten und leistungsfähigsten Motorrädern auf Trails und in unwegsamem Gelände hervorgetan. Erkunden Sie die Karte und fahren mit Agilität und Geschwindigkeit. Ja, so viel schreiben jetzt zum Beispiel jetzt die Modder, beziehungsweise der Modder, die Modder. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht so dieser Motorrad- bzw. Zweirad-Experte. Aber ich habe auch schon die ein oder andere Enduro gesehen und haut es doch gerne in die Kommentare rein, was ihr dazu meint, ob es wirklich eine Nachempfindung ist von einer Enduro. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz in unser Kaufmenü einmal rein, in die Rubrik Fahrzeuge bei den Autos. Da hätten wir dann die Lizard 350 EXC-F für 11.400 Euro. So, ja, haben wir 88 PS aktuell in der Standardvariante. Wir hätten aber hier auch einige Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Offroad Felge 1, Felge 2. Ja, die beiden können wir eben halt dann wählen. Dann hätten wir hier den Anlasser Zweitakter oder Viertakter. Die Tankfarbe hätten wir ja noch in Beige, beziehungsweise auch in Schwarz oder Schwarz-Weiß. Orange kann man sich die jetzt auch noch gestalten. Also man sieht schon, dass hier sich die auch farblich verändert. So, die Verkleidung können wir eben halt dann auch ändern. Von schwarzem Kunststoff mit Seitenteil. Ja, das sind dann hier hinten das Seitenteil, was dann so ein bisschen abgeändert wird. Nee, hier vorne auch so ein bisschen. So, dann hätten wir noch hier die nächste Kategorie, eben halt dann den Auslassspritz und Schalldämpfer, was wir eben halt dann auch noch ein bisschen abändern könnten. Ja, da können wir eben halt dann farblich ein bisschen was abändern. Aber man sieht schon, wir haben da auch einige Konfigurationsmöglichkeiten. Und Frontscheibenwerfer hätten wir dann auch die Konfigurationsstufe 1, 2, 3 oder ohne Scheinwerfer. Das können wir uns dann dementsprechend auch noch wählen. Dann hätten wir auch hier Handschutzgitter 1 oder ohne. Also man sieht schon, dass hier auch so ein paar Veränderungen passieren. So, dann hätten wir noch hier den Lenkradschutz. Das werden wir wahrscheinlich wohl von oben sehen. Ja, von oben sehen wir das hier so ein bisschen, dass sich das dann hier auch ein bisschen verändert. So, dann hätten wir noch hier den Lenkgriff mit Blinker. Kann man auch dementsprechend einmal mit Schwarz oder Weiß oder eben halt mit Blinker drinne, kann man das dann zum Beispiel alles machen. Aufkleber können wir natürlich auch noch wählen. Da hätten wir auch einige zur Auswahl, wie Fuchs Aufkleber, also Special 6 Aufkleber, Fuchs Aufkleber, brasilianischer und lila Aufkleber, lila Schwarz Aufkleber. Also man sieht schon, man kann sich das wirklich so ein bisschen konfigurieren. Und da hätten wir natürlich auch hier diese Zahlenkombination, dass wir auch sagen, wir können das Ganze jetzt auch eben halt dann für eben so ein kleines Rennen auch nutzen, beziehungsweise dann, wenn mal wieder ein Event ansteht, könnte man zum Beispiel sagen, okay, ne, Fahrer mit der Nummer 9 bitte an Start, wir können dann hier losfahren. Und wir können sogar auch hier farblich Veränderungen machen. Man sieht hier, wir haben ja doch recht viele farbliche Sachen, die wir uns dann einstellen können, auch über den Rahmen. Über die Sitzbank können wir zum Beispiel auch separat uns färben, Felgen auch. Also das können wir uns jetzt so ein bisschen auch farblich dann gestalten, wie wir das dann gerne hätten. Ja, mehr gibt es erstmal dazu nicht zu sagen, außer eben halt dann, ne, wir können es ein bisschen verändern, bis auf die PS-Leistung, die bleibt gleich. So, jetzt haben wir hier einmal das gute Stück, mehr im, ja, ich sag mal, Standardbereich.
Und man hört schon, dass da hier schon am Rohren ist. Wir haben auch eine kleine Hupe mit dabei. Auch hier mit Licht. Können wir separat noch ein bisschen Licht anmachen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht die Blinker-Variante in der Sicht drin. So, und auch hat schon einen schönen knackigen Sound. Und lässt sich soweit eigentlich auch recht gut fahren. Bremslicht funktioniert auch. Doch, muss ich schon sagen, hört sich schon gut an. Aber, wie gesagt, ich bin leider kein Zweirad-Experte. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare gerne reinhauen, was ihr davon haltet. Ja, im Großen und Ganzen mehr gibt es erstmal nicht dazu zu sagen. Außer, dass ich das Ganze mir jetzt im Singleplayer bzw. auf dem im Einzelspiel angeschaut habe. Wie es jetzt auf dem Didi-Server, ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt ehrlich sagen. So, aber wir schauen uns aber kurz die Lok an und die ist fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Ja. Und wer natürlich Interesse hat an so ein schönes Motorrad, das findet ihr bei ModHub. Gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.